Herzlich willkommen zu NBA 2K11. Und ja, ihr seht, dass das Spiel geht gegen die Orlando Magic, die bisher eigentlich auch eher eine defensive, negative Bilanz hatten mit 1 Sieg und 2 Niederlagen. Wenn wir ja 2 Siege, 2 Niederlagen haben, wollen wir mal gucken. Natürlich gehen wir mal zum nächsten Spiel in der Hoffnung, dass wir dieses wieder gewinnen können. Hole 4 Rebounds mehr als ein Mann. Hatte der Mann bei 3 Assists und beendet das Spiel mit B-. Naja, gut, ob das möglich ist, werden wir dann sehen. Natürlich am Anfang werden wir wieder mal, ich vermute einfach mal, gar nicht spielen. Da sehen wir auf jeden Fall James und den Charakter Jason James. Thrilled to be back in Orlando. The Magic ready for that home court advantage. They're off to a slow start this season, but it's too early. They're gonna have to rely a little bit more on their bench here in the second game of a back-to-back. And checking out Minnesota's opening lineup. Leider bis jetzt noch nicht in der Startformation, auf wenn ich denke, dass es nicht möglich wird, außer wir werden als Center eingesetzt. And for the Magic, we've got Richardson. Brandon Bass is out there with Hedo Turkoglu. Then it's Gilbert Arenas and Howard. Wenigstens sieht es vielleicht nicht so aus, als wenn wir gegen Dwight Howard spielen müssen. Außer wir natürlich als Center eingewechselt. Unsere Bilanz bisher 7,8 Punkte, 7,2 Rebounds, 1 Assist, 0,5 Steals, 1 Block pro Spiel, Wurfquote liegt bei 52%, 3 Punkte sogar bei 100% und Turnovers knappe 1,5 pro Spiel, das geht auch noch. So. Machen wir natürlich jetzt wieder das Spielchen mit vorsimulieren. Willkommen bei 7 Minuten 25 ins Spiel. Als Power Forward. Let's send it out to Doris Burke, who caught up with head coach Kurt Rambis. Jetzt, ja, Hedo Turkoglu ist natürlich so ein, ich sag jetzt, ein Spezialfall. Allerdings natürlich ein guter Werfer von draußen. Orlando Magic ist eigentlich, glaube ich, so gesehen eigentlich nicht wirklich eine starke Mannschaft. Wesley Johnson started his college career at Iowa State, then made the jump to Syracuse. Then he really blew up there. I talked about him. Gegenspieler Punkten erlaubt, okay. Ich war ein Point Guard. Ich bin ein Power Forward. So, ich habe jetzt mal den Sound bei mir leiser gemacht. Ich weiß nicht, wie er bei euch ist. Aber es jetzt spürbar etwas leiser ist. Hier ist Nelson. And James pulls it down. Timberwolves trail by 5. Schon mal ein defensive Rebound wieder. Outside Flynn, the dump off. Here's Beasley. Kept in its Randolph, slamming it down. So kannst du dich auch machen. Sich von einem Bewacher stehlen. You could see that dunk coming a mile away. Anytime. Schöner Dank auf jeden Fall. Schöner Dank. It's all over. Here's Turkoglu. Not on the scoreboard yet. Okay, das war sehr gut. Und jetzt natürlich gleich mal der erste Auszeit von uns. Das ist nicht gut genug, Jungs. Im ersten Viertel schon mit 6 Punkten zurückzulegen, das ist schon ziemlich hart. Here is Flynn. He had a 15-point outing in their last game against Miami. Johnson outside. Na. Jetzt ziehst du wohl mal weit hier. Wo soll ich mir hier noch so lange hinstellen? Oh. Ja, ein bisschen früher hätte ich es auch mal ziehen können. Johnson left side. Mal Idiot. But they recover it. Another shot. The shot's good from Randolph. Wozu stelle ich mich da 10 Sekunden hin, wenn du nicht mal diesen Block ausnutzt von mir? Richardson, the shot is off. And Minnesota the other way now.
Ich renne doch schon, ich renne doch schon wie so ein Verrückter. Kevin, I really don't think they have anything to be ashamed of. I mean, they played hard, really hard. Naja, gut, das war ja schon mal. Ging so, lala. Richardson, no luck. He's had some problems finding the range here in this quarter. Here's Flynn. Na, komm schon, lass mich. Here's Johnson. Na, that would have tied it. Oh man, that shot looked like a sure thing, but he just couldn't get it. Will ich gegen Dwight Howard spielen? Here's Arenas. Good, and ice is this. Okay, das war Make Look. Arenas has got 7 points in the game. Timberwolves trail by 4. Jetzt darf ich wieder hier den Pass runter zu Beasley spielen. Johnson down low. He's covered by Arenas. Johnson can't hit. Nothing's working for him here. He's just really struggling to find the. Ich nehme Chukwudu. A three ball. On the basket by Arenas. Sehr gut, Jungs. Das habt ihr clever gemacht. 10 points for him. Fast break left the defense discombobulated. As a result, he had deckt Arenas gar nicht. Deckt Arenas gar nicht. Flynn kicks to Beasley. Randolph, a screen on Richardson. Arcs it high, draws the foul. He'll get a trip to the line. Well, the number 2 overall pick back in 2008 at Kansas State. So kann es nichts werden, Leute, wenn ihr so scheiße weiterspielt. Kevin, I'm really surprised by that too, because he was a dominant scorer in college and a big. Oh, ich darf weiterspielen. Das ist aber nett. Slowly gotten going in the NBA and last season kind of ended with more. Das ist aber nett. Then a bang, and I wonder if he's lost some confidence as a result of that. Here is Nelson. He's coming off a 13-point game against the Knicks in New York. And here's Turkaloo. Beats gets the board inside. About. Oh, muss jetzt schon wieder so einen scheiß Pass spielen. Outside Flynn. Randolph backs. Ah, vom gehst du dahin. Releases from 15. Gilbert Arenas with the rebound. There's another example, Kevin, of how they're hustling to all the missed shots to get an edge in the rebounding area. And it's that hustle, Clark, that translates into more opportunities, getting going fast here. Yep, exactly right. They're really going after it to start this game. A nice, good start for them. Ja, voll provozieren und den Wurf gemacht. A chance here for a 3-point play. The Timberwolves making a switch here. Love's checked in. Kevin Love kommt da rein, okay. Ich hoffe doch mal, ich bald mal eine gute Freiwurfstatistik. Ja, gut, gerade so. War etwas zu spät wieder. Confidence and lots of it. Dominant Amway Arena with 34 wins at home. Very impressive. Wenigstens ein paar paar Freiwürfe mache ich bei 100% immer noch rein. Auch wenn es wahrscheinlich nicht bis zum Ende der Saison bestehen bleibt. Na, werde ich jetzt ausgewechselt? Nee. Okay, ich bleib weiterhin auf dem Spielfeld. Und weiterhin auf Power Forward Position. Here's Nelson. Still looking to get on the scoreboard. Richardson with it. Howard. He's guarded by Love. Here's Turkaloo. And James pulls it down. And now this year, the inaugural year of the Amway Center, they'd like to duplicate their home success. Imagine if they had before at the old building. Well, I think they'll have a chance because they're a good team. But oh, schade. A beautiful facility. It almost makes you feel like. Oh, ist ein bisschen ärgerlich, dass da auch so eine kleine Leck kam zu dem Pass. Not being able to get a win in this kind of facility. Just a terrific place to have basketball games and obviously other events throughout Orlando as well. Now Flynn, following the miss by Turkaloo from deep. From the wing, James missing. I'm making an early statement here. I mean, crashing the glass and cleaning up every miss. Now Nelson, from deep, Richardson. Good, and a nice assist from Nelson. Good. Richardson's got his third bucket of the night.
Schade, dass zweimal genau ein Leck entstanden ist, als ich zum Wurf ansetzen wollte. Beasley against Richardson. The baseline chain, and that one is good by Beasley. Gut, Beasley, das war sehr schön. Beasley's got nine. Well, he's really doing all he can to keep his team in the game here. What a tremendous effort. Richardson. Howard with a screen on Beasley. Here's Turkoglu. And foul called as he misses. He'll go to the line and shoot two. Ach, gutes Foul wenigstens. You know, Turkoglu had a big playoff for the Magic a couple seasons ago, and he parlayed that park into a. Na, darf ich jetzt ausgewechselt werden oder noch immer nicht? Ich bleib noch drauf. Komm gleich, Brent Bass. His career numbers, though, say he's a quality starter, but not necessarily a star that can carry a team. And I think that showed itself a little bit in Toronto. Ich wundere mich so ein bisschen, dass ich so viel Spielzeit schon wieder bekommen im ersten Viertel. Flynn kicks to Johnson. Back to Flynn. Get the perimeter! Right side Flynn. Dumps it off. Here's James. Makes it from 18 feet out. James has got 5 men. Ah, das gucken wir uns doch gleich nochmal in der Zeitlupe an. Warum nicht? War doch schön herausgespielt. Here is Arenas. He's got 10. 54 seconds left in the first. Bass hacks him down. Yeah. Das ist noch ein guter Wurfdefense bekommen. Jetzt läuft es doch gerade mal. Yep, they'll see him twice this season, so not a lot of face time with these guys. Get through, get through, get through.